Wurzen wird geschnitzt, gebaut, gesungen und gemeinsam angepackt. Die Pfadfinder der städtischen Kirchengemeinde treffen sich regelmäßig und in großer Zahl. Möglich ist das hauptsächlich durch das ehrenamtliche Engagement der Gruppenleiter. Stefan Winkelmann gründete die Gruppe als Ehrenamtlicher und führte sie fort, als er selbst noch Gemeindepädagoge in Wurzen war. Nun leitet er gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen die Gruppen. In der Kirchengemeinde haben die Pfadfinder ihren festen Platz. Wir dürfen hier sein, das ist schon mal gut. Wir sind ja auch ein wilder Haufen. Manchmal ist nicht alles ordentlich, was wir hinterlassen. Das ist nicht immer einfach. Aber ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kirchgemeinde. Es gibt so gemeinsame Schnittpunkte wie 2, 3 Gottesdienste im Jahr, wo die Pfadfinder dabei sind. Großes Friedenslicht-Gottesdienst am 4. Advent oder 3. Advent. Die Gemeinde unterstützt das Ehrenamt in diesem Fall sehr gut und freut sich, dass auf diesem Wege auch viele Kinder und junge Familien Anklang zur Kirchengemeinde finden. Ich bin als hauptamtlicher Gemeindepädagoge sehr froh, dass wir die Gruppe haben von Ehrenamtlichen, die das hier machen, weil man sich einfach darauf verlassen kann, dass es läuft und da eine sehr, sehr gute Unterstützung für seine Arbeit hat. Dennoch ist das Ziel, mehr Kinder in die Pfadfinder einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Ich wünsche mir, dass wir das erreichen, auch Kinder, sag ich mal, aus bildungsferneren Schichten zu erreichen, noch mehr zu erreichen. Ich freue mich ganz besonders über die syrischen Kinder und auch die Kinder aus den Kinderheimen der Umgebung, die hier dann teilnehmen. Weil ich denke, dass wir hier mit unserem Hintergrund Kirche, mit unserer auch, sag ich mal, Gemeinschaft, die uns trägt, da ganz viel weitergeben können. Nicht jede Kirchengemeinde schafft es so, wie hier in Wurzen, mit Hilfe von Ehrenämtern eine gute Sache am Laufen zu halten. Die notwendige finanzielle und verwalterische Unterstützung für das Ehrenamt ist nicht immer gegeben. Wir haben hier eine gute Unterstützung der Kirchgemeinde. Das ist unser Backup. Das läuft mit Fördermitteln und so alles sehr entspannt und gut. Insgesamt denke ich, dass es bei den ehrenamtlichen Strukturen immer darauf ankommt, so einen Generationswechsel mitzupflegen. Also von vornherein sich nicht in festgefahrenen Strukturen irgendwo zu befinden und neue Menschen zu erreichen. Wir haben das hier bei den Pfadfindern so gemacht, dass jetzt die 16-Jährigen alle eine Jugendleiter-Kartausbildung gemacht haben, die die Kirchgemeinde auch finanziert hat zum Glück. Und die jetzt hier so auch Gruppenleitungsaufgaben übernehmen, auf die man sich auch verlassen kann. Ich bin auch ganz dankbar dafür. Stefan Winkelmann kennt aus seiner Erfahrung in anderen Ehrenämtern aber auch Situationen, die das Ehrenamt einschränken und wünscht sich, dass da angesetzt und geplant wird. Ich finde, dass schon auch viel gemacht wird. Man muss immer gucken, ob das alle auch wissen, was es für Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und gerade in Bezug auf Fördermittel von Freizeitmaßnahmen oder so, ist es wichtig, dass vielleicht Kirchgemeinden, Kommunen oder Vereine mit hauptamtlichen Mitarbeitern für die Ehrenamtlichen diese Verwaltungsarbeit im Hintergrund übernehmen. Also das direkt sozusagen mit den Kindern vor Ort, die Gruppenarbeit, das können Ehrenamtliche sehr wohl, da haben die sehr viel Freude dran. Aber so diese Fördermittelverwaltung, Inventarlisten führen, alles, was man so machen muss, um fördermittelgerecht Gelder zu verwenden, das ist schön, wenn das quasi jemand Hauptamtliches tut im Hintergrund. Die Wurzener Pfadfinder haben in allen Altersklassen, von den Kleinsten, den Wölflingen, bis hin zur Erwachsenenstufe Spaß an Abenteuern, Lernen und Gott näher kommen. Das spürt man bei den gemeinsamen Treffen. Da bleibt nur ein Wunsch für die Zukunft. Dass unser Stamm so groß bleibt, wie er ist und dass vielleicht sogar noch mehr Kinder kommen und sich der Pfadfinderei anschließen. Wir wünschen dem Wurzener Pfadfinderstamm weiterhin gutes Gelingen und gut Pfad.